Es ist nicht so leicht, eine gute Geschichte zu erzählen. Auch muss man erst einmal eine haben. Ich heiße Katharina und das ist mein Mann Karl Anton. Wir haben noch vor kurzem nicht damit gerechnet, eine gute Geschichte erzählen zu können. Aber jetzt auf unserer ersten Kreuzfahrt, beim Dinner mit dem Captain, können wir eine erzählen. Und Frau Fröhlich, ist das Ihre erste Kreuzfahrt? Ja, leider. Viele Jahre haben wir auf solche Urlaube, ich meine Urlaube mit tollem Essen, verzichtet. Oh, das müssen Sie mir erklären. Liebes, ich glaube, das übernehme ich. Wissen Sie, Herr Kapitän, ich bin schuld und meiner Frau ist das etwas peinlich. Es lag an meinen Zähnen. Im Ergebnis hatte ich, wie ich dann erfahren habe, einen Zahnersatz, der den Namen nicht verdient. Und seit einigen Jahren schon hat das dazu geführt, dass ich immer genau überlegen musste, was ich gut essen kann und was nicht. Heute haben Sie aber keine Probleme mehr, oder? Genau da liegt das Happy End. Auch viele Freunde und Bekannte hatten ähnliche Probleme. Dann, nach einer Geburtstagsfeier mit vielen Freunden, hat meine Frau mich gefragt, ob mir bei einem befreundeten Ehepaar etwas aufgefallen ist. War ihm nicht. Männer sehen so etwas nicht. Unsere Freunde haben inzwischen tolle Zähne, auch optisch. Genau. Und dann haben wir natürlich nachgefragt. Die hatten auch über Empfehlungen einen Zahnarzt gefunden, der innerhalb weniger Wochen für sehr gute Zähne gesorgt hat. Wir haben uns dann von dem Zahnarzt ausführlich beraten lassen. Ja, das war wirklich toll. Torben Wippmann, der Zahnarzt, erklärte uns sein Konzept der ästhetisch-rekonstruktiven Zahnmedizin. Interessant. Was bedeutet das? Ästhetisch bedeutet, dass es gut aussieht. Rekonstruktiv entspricht der Strategie der Natur in Sachen Funktion und Haltbarkeit möglichst nahe zu kommen. Und jetzt haben wir den Komfort wie bei völlig gesunden Zähnen. Auch an Stellen, wo es nicht mehr unsere eigenen sind. Und alles sitzt genauso fest wie die echten. Auch ich hatte noch nie so schöne Zähne. Ästhetisch-rekonstruktive Zahnmedizin. Darauf einen Toast. Schöne und gesunde Zähne. Das kann jeder. Auf die Lebensqualität.